Also in 2014 würde die nächste schöne Studie initiiert. Also wirklich, also diese hier, schauen Sie dieses tolle Paper. Ich blende es hier ein. Es heißt Coenzyme Q10 Supplementation and Oocyte Aneuploidy in Women Undergoing IVF ICSI. Hört sich kompliziert an, ist überhaupt nicht. Also die gleichen Autoren wie im 2009 haben diesmal eine doppelblinde, placebo-kontrollierte, randomisierte Studie durchgeführt und ihren Patientinnen, und es war wirklich diese schwierigste Gruppe, zum Teil über 40, mit mehreren gescheiterten Kinderwunschbehandlungen hinter sich und so weiter und so weiter. Also diesen schwierigsten Unfruchtbarkeitsfällen haben sie 600 Milligramm Q10 am Tag gegeben, 3 Monate lang. Also das ist natürlich relativ viel. Aber gut, bedenken Sie, dass es wirklich die kompliziertesten Fälle waren. Und ich sage jetzt mal, normale Unterstützung der Eizellen in der Kinderwunschzeit kann man schon mit einem Drittel von dieser Dosierung, also die kann man damit schon eine positive Wirkung erzielen. Gut, also die Autoren haben sich hier alles Mögliche angeschaut und gucken Sie in dieser Tabelle, Sie haben Veränderungen in vielen Parametern festgestellt. Einige sehen Sie hier, also Top Quality Embryos, also Top Embryonen nach 2 Tagen, 81% in der Q10-Gruppe, 66% in der Placebo-Gruppe. Auch am nächsten Tag, also auch am Tag 3, hat sich der Trend fortgesetzt. Dann Rate of Aneuploidy. Also das heißt Zellen mit unperfekten Chromosomen, mit falsch aufgeteilten Chromosomen, nur 46% in der Q10-Gruppe. Also für diese Altersgruppe das ist eigentlich sehr, sehr gut. Und 62% in der Placebo-Gruppe. Also die Supplementierung mit Q10 3 Monate vor der Kinderwunschbehandlung war in diesem Fall eine ganz, ganz große Hilfe. Und die Autoren sagten, also jetzt übersetze ich wieder, wir sind überzeugt, dass eine gezielte Supplementierung mit mitochondrialen Nährstoffen bei Frauen im reproduktiv späten Alter zu einer Verbesserung der Eizell- und Embryoqualität und folglich zu einem besseren Schwangerschaftsergebnis führen kann. Das Gute an Q10 ist, es ist eine alte, sehr bekannte, sehr gut getestete Substanz und sicher auch in höheren Dosierungen. Danke, dass Sie den YouTube-Kanal von Biologin Dr. Daria Wagner besucht haben. Auf meinem Kanal finden Sie hochwertiges Wissen zum Thema Fruchtbarkeit von Frauen und Männern. Und auch Zugang zu den Themen, die einem breiten Publikum oft verborgen bleiben. Weitere Informationen finden Sie auf dem Kinderwunschblog www.paleo-mama.de sowie in dem Buch Eizellqualität verbessern, schwanger werden mit über 35. Und auch bei Babyglück, einem Videokurs, in dem ich zusammen mit 2 Kinderwunschärzten erkläre, wie Pimp My Eggs gelingt und wie man seinen Körper innerhalb weniger Monate babyfreundlich stimmt und auf die Schwangerschaft vorbereitet. Helfen Sie mir, diesen Kanal bekannter zu machen, indem Sie relevante Videos an Ihre Freundinnen schicken. Ihre Likes und Kommentare helfen, die YouTube-Algorithmen auf den Kanal aufmerksam zu machen, und wenn Sie auf Abonnieren klicken, dann verlieren wir uns nicht aus den Augen und Sie bekommen auch in der Zukunft Vorschläge zu meinen Videos. Danke, bis bald!